Nachdem Leo letztes Mal so viel Spaß an Super Mario Galaxy 2 hatte, machen wir jetzt einfach weiter mit Super Mario, nämlich mit Super Mario 3D World für die Wii U. Das haben wir bei Giga schon mal kurz in einem Giga Gameplay gespielt. Robin ist gerade am Steuer, deswegen läuft er gerade so dümmlich um das erste Level herum und da springen wir jetzt rein. Leo, du bist Peach, ich bin gerade Mario und Robin ist Toad und wir können theoretisch die ganze Zeit unseren Charakter wechseln, zumindest am Anfang einer Stage. Die beiden haben mich übrigens dazu verpflichtet, heute nur nette Sachen über das Spiel zu sagen. Also wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, dann soll ich gefälligst die Schnauze halten. Ja, vor allen Dingen, weil sonst du erhöhst ja nur die Chance, dass Nintendo dieses Video löscht, wo du so böse bist. Die sind ja jetzt auch wieder total am Ausrasten seit ein paar Tagen. Stimmt, gestern auch gewesen. Okay, ja, ich bin eine Katze, bestes Spiel ever. Aber das ist ein bisschen weird, also sehr, sehr viele YouTuber haben halt, oder Let's Player hatten halt das Problem, dass sie getaggt wurden. ID-tagged wurden. Aber ohne das Wissen der Unternehmen. Also ja. Zum Beispiel für Dead Rising 3 wurden ganz viele Let's Plays halt getaggt. Aber Capcom weiß davon gar nichts. Habe ich auch gelesen. Seltsam. Wir sind nicht betroffen übrigens. Ja, und doch, das Galaxy 2 Video wurde auch direkt. Hä? Ja. Achso, du meinst mit einem ganz normalen ID-Tag. Ja, also das sind keine davon sind Strikes, das sind alles ID-Dinger. Ja, das bewirkt dann einfach nur, dass man es nicht mehr monetarisieren kann, aber wir das eh nicht können. Wow! Was denn? Guck mal, was ich machen kann! Ja, das ist die Special Ability von der Katze. Und das eine hier. Der Special Abilities. Nee, also da wir ja eh kein Geld damit verdienen, ist das für uns relativ irrelevant. Ja. So, zu Mario. Also mal, ich bin tot, ne? Genau, und hast du ja gerade schon gesagt. Also ich weiß halt über dieses Spiel gar nichts, nicht das Geringste. Und es ist aber instant lustig. Ich glaube, du musst ein bisschen näher ans Mikro ran. Muss ich? Also wir haben ja bei... Du hast mir Angst zu befehlen. Ja? Oh, okay. Wir haben ja bei Giga bereits ein Gameplay dazu gemacht. Und das war das absolute Chaos. Ja. Aber es war auch sehr, sehr lustig. Also da habe ich ja aktiv daran gearbeitet, möglichst alle meine Mitspieler zu sabotieren. Aber vor allem Mats. Vor allen Dingen war Mats, ja. Das mache ich heute mal nicht. Heute spielen wir mal so, wie man sich was? Das... Oder? Keine Ahnung. Ja, komm, wie weit wir schon sind. Um hier anzukommen, da haben wir eine Stunde für gebraucht. Der Giga. Das stimmt. Ja, ich finde das Spiel sehr, sehr gut. Allerdings hat es bei mir, ist ja Mario Galaxy so. Nein, lass sie. Aha. Das Highlight der 3D-Marios, da kommt es nicht ganz ran. Ich finde aber erstaunlich, was die Level-Design technisch dann an einigen Stellen immer noch rausholen. Jetzt bin ich gerade runtergesprungen, weil ich mich nicht gesehen habe. So. Und das ist halt dann, also ich frage mich, wo sie irgendwann mal landen mit den Suits, wenn sie da immer wieder neue und neue und neue machen. Ja, ich wundere, dass sie jetzt das bei Katze angekommen. Mich wundert halt, dass sie die oft rauszunehmen scheinen. Also sowas wie, die Wespe gibt es gar nicht mehr, oder? Biene? Also hier nicht, nee. Ja, das verstehe ich nicht. Naja, vielleicht, weil es dann einfach überladen wäre damit. Ich weiß es nicht. Die Katze findet ja dafür ständig Anwendung. Also bekommst sie ja ständig. Und hier gibt es ja noch ein Power-Up, diese Kirsche, die dich so verdoppelt und verdreifachen kann. Diese nur ab und zu verwenden, aber zusätzlich dazu dann noch Tanukis-Hut, Bumerangs-Hut, Feuerblume ganz normal. Ich möchte immer noch ankreiden, dass Katzen-Mario gelb ist. Weiß nicht, was das soll. Ja, schlimm. Ja, aber warum? Unrealistisch. Ich sehe dafür keinen Grund. Ist doch egal. Ja, aber da muss doch irgendjemand sich gedacht haben, nein. Vielleicht, weil sie sich dachten, Weil der erste Entwurf muss ja rot gewesen sein. Also der werden ja nicht einfach, jetzt, ohne das zu kommentieren, das gelb gemacht haben. Irgendjemand muss da ja die Begründung gesagt haben, nee, wir wollen, dass er gelb ist. Das verwirrt mich. Wenn ihr das wisst, dann schreibt uns eine Nachricht an. Wenn ihr Shigeru Miyamoto seid, dann... Wenn es euch nicht die Bohne interessiert. Ich finde das Spiel übrigens super hübsch. Ja, sieht aus wie Mario, ne? HD Mario. Ja, wer bin ich da mal? Es ist sehr niedlich, es ist vom. Kann irgendwer mal. Ha! Okay, danke. Ah, fuck it. Bist du schlecht. Ja, lass mir nicht das Power-Up. Ist ja nur so, dass ich gerade klein bin. Ist in Ordnung. Ich hab nur Augen. Oh nein, und deswegen hab ich's direkt wieder verloren. Du kannst auch. Ich glaub, da ist aber noch eins drin. Und du kannst auch Minus drücken, Leo. Ich drücke jetzt. Dann kriegst du das Power-Up, was da rechts, was da links in dem Fenster ist. Verdammt! Ja. Das hab ich jetzt vor dir gedrückt. Doch, da ist noch eins. Hier oben sind auch noch genau. Welche. Okay, dann nehme ich mir die Blumen. Ja, dann Katze reicht. Ich habe jetzt bereits zwei Pops an diesem... Oh, danke. Ich weiß, an diesem Panzer verloren. Es wirkt halt ein bisschen so, als ob man sozusagen den sich drehenden Aspekt von Super Mario Galaxy ausgekoppelt hätte. What? Oder ein bisschen wie Super Mario 64 oder so, ich weiß nicht. Den
Du meinst jetzt, dass es komplett dreidimensional ist sozusagen? Und ja, also es erinnert teilweise eher ein bisschen an Brawler, so wie Streets of Rage oder so. Ey, jetzt habe ich aus Versehen eine Krone bekommen. Bei Giga habe ich mich war mein einziges Ziel, die Krone zu bekommen, und ich habe es kein einziges Mal geschafft, die zu klauen. Jetzt bemühe ich mich. Das sollte dir zu denken geben. Ja, es ist eher, also Super Mario 3D Land auf dem 3DS hatte schon diese ISO-Perspektive oder halt immer dann die Abwechslung zwischen ISO und dieser Seitenansicht. Und da ist das eher angelehnt, deswegen heißt es, glaube ich, auch dann 3D World. Wobei mit World vom SNES es dann eher wenig zu tun hat. So, hier einfach nur die Typen platt machen. Ah, nein, nicht auf mich raufspringen. Boah! Hab ich genau so gezielt, ey. Und ich habe den Stern gekriegt. Arsch. Es ist competitive. Competitive Co-op. Ach, oder so. Okay, ich bin tot. Nein, ich bin tot. Get it? Tot? Ich möchte das Geräusch jedes Mal machen, wenn wir so gehen. Jawohl. Ah, der Robin, der weiß und Bescheid. Nein. Oh Mann. Oh Mann, Robin. Ich drücke auch in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es irgendwas drückt. Ich drücke gerade nichts. Oh, schade. Ich dachte, ich kann das jetzt so weiter forcieren, dass wir das für immer und ewig machen. Ich mag dieses von den Katzen an der Wand krabbeln. Das ist so ein bisschen, erinnert mich das an Super Mario World, wo du diese Passagen hattest an den Gittern, weißt du? Ach ja, stimmt. Oh, Jesus. Wo man so gegenhauen konnte. Found the Sacred. Scheiße. Kann mal einer von euch die zerstampfen? Ja. Ich kann hier erstmal nach oben klettern, weil ich kann. Nein! Aber du hast den Stern trotzdem gekriegt. Wie hast du das denn geschafft? Sag mal, müsst ihr mich angreifen, damit ich aus dieser dummen Blase wieder rauskomme? Oder kann ich mich da irgendwie... Nee, einfach A drücken. Nee, du kommst davon alleine raus. Oder irgendeine Zahl, die da steht. Haha, erwischt. Ja, aber... Fuck you. Ja, du musst einfach nur irgendeinen Knopf drücken, wenn du da eine Blase... Ich hab alle... Also ich hab zumindest 1 und 2 gedrückt. I pressed all the buttons. Nee, aber zumindest 1 und 2 habe ich gedrückt und da schien mir nichts zu passieren. Oh, fuck, schnell, schnell, schnell. Ja, schnell. wenn ihr wollt, dass ich da reinspringen, müsst ihr auf mich warten, Leute. Warum ist der pink? Was? Mein Kopf ist pink. Es ist nur der Schein von dem Regenbogen. Sad das Lightning. Scheint nur pink. Mann, das ist hier alles physikalisch korrekt berechnet. Die Physik-Engine von Super Mario 3D Land. Die Physik-Engine vom Licht. Es ist auch Physik. Oh, ja. Ich habe bislang nicht eine schlechte Sache über das Spiel zu sagen, und selbst wenn ich eine hätte, dürfte ich ja nicht. Gibt es immer noch Leben? Ja, das ist schlecht. Weil es keinen Sinn hat. Das macht in der Tat keinen Sinn. Im Multiplayer macht es aber eher Sinn, sagen wir es mal so, weil man da wirklich auch mal stirbt. Also du kennst ja dieses Level, was ich gezeigt habe in dem Gameplay bei Giga, wo sich diese Plattformen so drehen. Das ist ja, also... Tatsächlich. Ich bin der Meinung, an einigen Stellen ist dieses Spiel nicht auf Multiplayer ausgelegt. Ja, das ist... Aber egal. Welche nehme ich wohl? Welches nehme ich wohl? Ja, ich hatte da... Also in den Kleinen kann das genauso gut drin sein. Ach, pipapo. Pipapo. So, wir haben hier übrigens, wie ihr seht, ein komplett neues Spiel angefangen. Jetzt kommt der kleine Typ. Ist der kurz? Cool. Der ist übrigens wirklich aus Super Mario World. Ja. Da gab es diese komischen... Ja, ich habe immer noch keine Lore-Begründung bekommen, was Footballspieler in der Mario-Welt machen. Aber so eine ähnlichen Gegner gab es früher auch schon. Und das Kuriose war, dass die mit Baseballs geworfen haben. Ja, stimmt. Das machen sie hier nicht. Das kreide ich an. Aber ich glaube... Das prangere ich an. Gutes Level. Ja, gut, ne? Ich mag ja die Pose am Ende. Da hätten noch so Credits drüber laufen müssen. Das ist ja scheiße, ey. Ganz schnell so einmal bei jedem 2. Level. I remember that. 18 Credits. Good old days. Ich habe alles verdrängt von Sniper 2. Kann man das Autosave ausmachen? Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen nervig, dass wir jedes Mal... Leider nicht. Zumindest habe ich es bisher noch nicht gefunden. Also bei der nächsten Preissenkung der Wii U werde ich da ja auch auf jeden Fall mal zuschlagen. Oh, das war cool, die Kameraeinstellung. Und da ist das einzige Spiel, auf das ich mich sehr freue. Ja, und das ist, finde ich, auch so mit das Beste, ehrlich gesagt, was bisher rausgekommen ist für die Konsole. Es gibt Katzen-Gumbas. Ja. Oh, ich habe gerade alle eingeladen. Ah, nee, das war ich so. Wohin ich? Achso, ich bin da unten. Ich gucke immer nicht zu mir. Man könnte auch sagen, nie. Haha, Leben. Ah, nicht bekommen. Haha, Leben auf Fail.
Nein, you have to jump on the wall like this. Did you see that? Was? You have to befriend me nothing! Nothing! Oh, take all the coins. Ah! Das ist in Mario generell guter Hinweis. Ein guter Tipp, ne? Ich warte hier. Good job. Komm her. Well done. Ich habe das Bedürfnis, dich irgendeine Klippe runterzuschmeißen. Nein, wir sind gerade so im Team-Modus hier. Ich habe das Bedürfnis, hinten im Katzenanzug in diese Rampe zu ersäufen. Diese Rampe ist der Kitzel für sie. Die sind so dumm, diese scheiß Katzen-Goombas. Oh, Entschuldigung. Geil, das war voll der Teamarbeit. Ey, da erinnert Nintendo einmal nach ungefähr, nach gefühlten 250 Jahren, ein bisschen was am Design der Goombas und schon, ich finde das so dumm. Dumm, aber ja, wie ging das nochmal, dass man sich dreht in der Luft? Einfach Angriff. Anfangen zu drehen. Am Boden. Und wie so, fängt man sich an zu drehen? Einfach drehen, Analogstick drehen. Und, also mit dem Analogstick ist es am einfachsten, mit dem Steuerkreuz tut es ein bisschen weh, das zu machen. Wie macht man es denn mit dem Steuerkreuz? Wirklich so oben, links, unten, rechts und das halt die ganze Zeit hin und her. Dann fängst du dich an so zu drehen und genau. Tatsächlich. Ist im Multiplayer auch ein bisschen... fühlt sich nicht gut an. Ein bisschen unpraktisch, dass man mit der gleichen Taste andere Leute... Warte, wie kann ich hoch? Na, ich komm nicht hoch. Dass man mit der gleichen Taste... Achso, nee, du musst ja... Man kann auch irgendwie bubbeln. Ja, LB ist es bei mir. Ich hab keine Ahnung. Wie kommt das wieder runter? Bitte? Da, okay, jetzt geh mal. Achso, ihr seid schon oben, okay. Ah, nein. Ja, spring hier. Einfach rein. Spring einfach rein. Dass man mit dem gleichen Knopf rennt, wie man Leute aufhebt, das ist unpraktisch. Ja, das ist halt dieses... Wie nur ein Stern? Yeah. Mir nach, Leute. Ich komm wieder nicht mit. Sag mal, benutze ich die falsche Sprint-Taste? Ja, die du hast ja nur zwei. Ja, und ich dachte, es sei eins. Es ist die, mit der du nicht springst. Wieso hast du jetzt den Stern? Oh yeah! Ich hab dich berührt und dann hattest du den Stern. Und dabei wolltest du auch, dass er stirbt, wie jeder andere Gegner. Ich dachte, ich bin unsterblich. Ich hab mal nicht mehr Absturz. Machen die auch Miau? Ja, die machen Miau. Die machen Miau. Well. Oh. Ah. Oh. Das war süß. Ja, die Catsuit ist fast schon ein bisschen zu mächtig an einigen Stellen. Also, dass du so Sachen das ist auch so ein Satz, den man nicht jeden Tag sagen hochklettern kann. Ja, Mario ist ein bisschen an Balance geworden mit dem neuesten Teil. Ich weiß nicht, also ich als Competitive Mario spiele. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Szene so gut tut.